Was geht, Freunde der Klimaanlagen? Dieses Mal nur ein ganz kurzes Video für nebenbei. Als mein ausführlicher Kommentar bei einem ziemlich großen YouTuber einfach so verschwunden ist, ja, kann ja mal passieren, so kleine Fehler in der Matrix, da dachte ich mir, dass ich mir dieses Mal nicht die blaue Pille nehmen werde und nichts machen werde, sondern dass ich die rote Pille nehme. Es ist ja ziemlich bekannt, dass Fridays for Future ziemlich gut, aber auch ziemlich schlecht wegkommt. Da in den meisten Videos allerdings nur positiv darüber geredet wird, werde ich mal versuchen, den Boomer zu spielen und etwas Gegenwind zu bringen. Also, scheiß auf die Umwelt! Nein, das stimmt natürlich nicht. Das ist absoluter Bullshit und jeder, der so denkt, hat etwas falsch gemacht. Aber wir können uns ja wirklich alle eingestehen, dass die Fridays for Future Bewegung nicht wirklich gut ist. Jedem könnte auf Anhieb direkt 2 bis 3 Sachen in den Kopf kommen. Ganz vorne im Gedanken kommen natürlich die Schulschwänzer, die das vollkommen ausnutzen. Das ist ja auch klar und niemand wundert es. Mich auch nicht. Ich würde wahrscheinlich auch die Chance nutzen und zu Hause bleiben. Fuck it, unser Schulsystem gehört eher auf den Schrottplatz und ernsthaft general überholt. Vor allem wir Männer haben da mehr als nur die Arschkarte gezogen, aber das ist Stopp für ein anderes Video, wenn ich mal wieder etwas mehr Zeit habe. Es bleiben nämlich immer mehr als die Hälfte der Schüler einfach zu Hause. In zum Beispiel Cottbus haben mehr als 10.000 Schüler die Schule geschwänzt, aber nur knapp etwas weniger als 5.000 waren bei der Demo. Wie gesagt, hätte ich nicht anders gemacht und kann ich vollkommen nachvollziehen. Das sind halt noch Kinder. Unser Schulsystem ist Schrott. Habe ich eigentlich nichts gegen, beziehungsweise habe ich dafür Verständnis. Es würden zwar viel weniger schwänzen, wenn es die Demos nicht geben würde. Und die anderen haben anscheinend eh keinen Bock zum Pauken und würden im Unterricht nur aus dem Fenster gucken. So wie ich damals. Eine weitere Sache ist aber die Veranstaltung selbst. Doppelmoral und Heuchelei ist das, was es hier wohl am besten beschreibt. Ja, es sind Kinder. Und Kinder in Körper von Erwachsenen. Relativiert hier aber nichts. Eigentlich sollten wir die Kinder zu wirklichen Erwachsenen heranziehen. Das bedeutet, dass sie Verantwortung für das eigene Handeln tragen müssen. Dass sie die eigene Entscheidung selbstbestimmt treffen und vertreten können. Doch mit dieser Demo bewirken wir das exakte Gegenteil. Hier bekommen die Kinder und Erwachsenenkinder nur beigebracht, dass eine Lösung auf ein so komplexes und schwerwiegendes Problem einfach mal eben auf ein Pappschild passt. Wie viele Leute sind das? Wie viele Gehirne sind das? Wie lange geht diese Scheiße schon jeden Freitag? Ein halbes Jahr. Mindestens. Das ist auch die erste Demo, die ich kenne, welche ohne konkrete Lösungsvorschläge daherlatscht. Es wird immer demonstriert, wenn man weiß, dass es so wie es ist, besser geht und hat Lösungen dafür. Hier ist es nicht der Fall. Hier wird einfach nur gesagt, Kohleausstieg bis 2020, was by the way ein komplett unrealistisches Ziel ist. Also, wenn es ja schon so viele sind und man ja wohl eindeutig auch extrem viel Interesse in dieses Thema hat, dann lernt. Packt euch in Gruppen zusammen und lernt. Tausende von Tausenden, die sich in Gruppen aufteilen könnten, jeder sich verschiedene Themen nehmen könnte und wirklich etwas bewegen könnten. Außer wie jetzt Pappe nach oben und unten. Wie heißt es nämlich so schön? Taten sagen mehr als Worte. Das ist die Bewegung an sich. Komplett ohne Wissen demonstrieren sie gegen etwas, welches Problem schon absolut zu 99% jedem klar ist. Mit Ausnahmen von, wie gesagt, ein paar Spacken. Und ein Diskurs mit einem Politiker am Sonntag führen? Nee, darauf hat man keine Lust. Ist ja Sonntag. Und sowieso haben diese Gruppen absolut keine Lust, auf Politiker einzugehen. Was das Ganze natürlich nicht im Ansatz verbessert, da es absolut zu nichts führt. Wenn ich zum Beispiel keine Ahnung von Naruto hätte und ich sagen würde, Konohamaru ist um einiges stärker als Naruto. Und mich dann einer zum Diskurs einlädt, von dem ich weiß, dass er absolut viel Ahnung davon hat, dann würde ich genau wissen, dass er mich argumentativ komplett zerficken würde. Aber zum anderen würde ich halt mich irgendwie gekränkt fühlen, weil ich da so viel Energie rein investiert habe, dass eben Konohamaru stärker ist als Naruto und ich diese Antwort jedem schon verbreitet habe und so weiter. Ich habe halt da so viel Zeit investiert und so weiter, deswegen würde ich aus meiner Position eher schwer wieder rausgehen. Also nicht ich, denn ich kann über meine Fehler lachen, aber die meisten, die nicht über ihre Fehler lachen können und einfach nur versuchen, diese Fehler zu vertuschen. Aber dazu ein bisschen später mehr. Kommen wir jetzt noch zu einer weiteren Sache, nämlich die Repräsentanten dieser Bewegung. Auf das 16-jährige Mädchen möchte ich hier erst gar nicht eingehen. Die ist ja eigentlich nur das Maskottchen für die Medien und wird dementsprechend auch ausgeschlachtet, da sie ja nur 16 Jahre ist und eine Krankheit hat. Weil ich traurigerweise wahrscheinlich nur blöd angemacht werde, wenn ich etwas über sie sage, kommen wir einfach zu einem weiteren Kopf dieser Bewegung, nämlich Langstrecken-Luisa. Auch sie wird von wirklich vielen beschützt, weil sie einfach auf unschuldig tut und man etwas Unschuldiges natürlich beschützen muss. Aber wie gesagt, ist Doppelmoral halt Doppelmoral. Sie steht selber nicht hinter dem, was sie sagt. Ich könnte jetzt hier einen Witz über Politiker machen, mache ich jetzt aber nicht. Sie ist absolut gegen das Fliegen, ist aber überall auf der Welt, um Urlaub zu machen oder aus
geschäftlichen Gründen. Ich glaube, gut 99% könnte man auch einfach über Skype regeln. Sie ist bestimmt nach Asien, Afrika, Australien und Amerika zu Fuß oder mit dem Ruderboot gekommen. Bestimmt zu Fuß geflogen oder mit dem Pedalo rübergerusht. Wasser predigen und Wein trinken ist nicht so das, was man als sonderlich glaubwürdig bezeichnen kann. Dabei ist mir im Übrigen komplett egal, wie oft eine Person fliegt. Jedem das Seine, macht doch was ihr wollt. Jedoch hat sie für mich einfach jegliche Integrität verloren. Ihr könnt mich natürlich gerne in einer gemütlichen Runde vom Gegenteil überzeugen und mir vielleicht schreiben, was sie denn alles für die Umwelt gemacht hat, was ihren immensen ökologischen Fußabdruck relativieren könnte. Außer jetzt jeden Freitag auf die Straße zu gehen, was ist eigentlich auch nicht relativiert. Und als eines der Köpfe dieser Bewegung strahlt das Licht natürlich auf die ganze Bewegung, was für die ganze Bewegung ziemlich schlecht ist. Ich saufe natürlich auch gegen den Alkoholismus. Wichtig ist, dass man sich engagiert. Also, Prost! Natürlich engagiere ich mich auch komplett gegen Drogen. Ich nehme sie nicht aus Spaß, ich nehme sie nur, um sie zu vernichten. Auch engagiere ich mich natürlich auch gegen das Grabschen gegen Sexismus. Weitere Infos folgen noch. Jetzt kommen wir zu der Sache, in welcher unsere Generation wirklich hart verseucht ist. Man kann keine Fehler zugeben. Das sieht man auch perfekt an Langstrecken-Luisa. Es wäre absolut in Ordnung, wenn sie einfach gesagt hätte: Tut mir leid, ich wusste es damals nicht so gut und es war ein Fehler. Ich hatte mich nicht informiert und ich wusste nicht so wirklich, wie schwer ich mit meinen vielen Reisen die Umwelt belaste. Und dann als gutes Beispiel vorangehe und damit aufhöre. Aber anstelle dessen schlüpft sie einfach ultra krass in die Opferrolle und sagt nur so etwas wie: Ich werde gemobbt, weil sie das sagen, was ich auch wirklich gemacht habe. Und versteht mich nicht falsch. Ich bin selber absolut besorgt um unsere Umwelt. Es wäre aber schön, wenn man auch Wissenschaftler hören würde, die sich wirklich mit diesem Thema auskennen, sich jahrelang, wahrscheinlich ihr ganzes Leben lang mit diesem Thema befasst haben. Oder andere Forderungen fordern, welche um einiges mehr Sinn machen. Oder selbst zu tausend die Bücher wälzen. Oder selbst mal ein Vorbild sein und auf alles verzichten. Kohleausstieg. Klar, bin ich absolut für, ist scheiße für die Umwelt. Woher bekommen wir dann aber unsere Energie? Atomausstieg haben wir absolut überstürzt. Windenergie zerbimmelt einen Großteil unserer Vögel und Insekten, diese kann man auch nicht wirklich lange speichern und zuverlässig sind diese auch nicht. Genau wie eigentlich auch jede andere solche Energiegewinnung ebenfalls negative Aspekte mit sich ziehen und keine so zuverlässig ist. Ach, egal, solange nicht diese böse Energie in Deutschland produziert wird, kann man ja mit ruhigem Gewissen schlafen und warten, bis der Wecker vom neuesten iPhone klingelt. Genau wie es auch schon eine Grünen-Politikerin gesagt hat, die auf die Frage, woher bekommen wir dann unsere Energie, wenn wir den Kohleausstieg angehen, geantwortet hat. Antwort: Aus Frankreich und Polen. Wow. Aber natürlich kann man auch etwas machen und bessere Lösungen liefern. Zum Beispiel schon mal das älteste Kohlekraftwerk ausschalten und stattdessen mehr auf Gas umspringen, welche Anlagen nicht mal im Ansatz ausgereizt sind. Wir sollten vielleicht auch mal minimal etwas weniger aus China und so weiter kaufen, aber guckt euch mal in eurem perfekten Zimmer um. 99% ist aus fucking China. Ob jetzt der Monitor von Samsung, der Fernseher von Samsung, die Webcam von Logitech, das Handy von Huawei oder Huawei oder wie man das jetzt auch immer aussprechen möchte, die meisten Klamotten zum Anziehen und so weiter und so weiter. Mal aufhören, jeden zweiten Monat komplett neue Sachen einkaufen zu gehen, das Handy nicht gefühlt jedes Jahr tauschen, aber das geht auch nicht so wirklich gut, weil diese Kinder sonst in der Schule gemobbt werden. Setzen wir den Blick doch aber mal weg von Deutschland und der EU, in welchen alle Maßnahmen der Verbesserung extrem aufwendig sind und extrem viel kosten, welche global gesehen auch nur absolut minimale Effekte mit sich bringen würden. Schauen wir mal nach Afrika, wo sie nachts einfach Reifen anzünden, damit sie es schön kuschelig haben. Nach Indonesien, wo unser Eingespartes alleine dort mehr als das tausendfache herausgeballert wird und das nur für Textileinfärbungen. Aber gut, das waren jetzt meine Worte dazu. Wirkliche Lösungsvorschläge für Europa habe ich selber auch kaum welche. Dafür müsste ich ein halbes Jahr jeden Freitag Bücher wälzen und mich mit anderen austauschen. Habe aber keinen dafür gefunden, also hey, was soll's. Auch ist im Vergleich zu China, Amerika, Indien und Russland das, was wir hier produzieren, eigentlich auch nur ein feuchter Furz und ein Witz. Aber ja, ich hoffe, dass ich euch etwas zum Nachdenken anregen konnte. Dass etwas gemacht werden muss, steht außer Frage, aber wie sie es versuchen wollen, beziehungsweise wie die Fridays for Future Bewegung es versuchen will, funktioniert einfach nicht. Es ist eigentlich, wenn man es mal beobachtet, genau wie bei Artikel 13. Nur, dass dieses Mal die Demonstranten nicht so wirklich den Plan davon haben, es aber nicht wirklich zugeben möchten. Selbstreflexion ist doch auch mal was Schönes, also hey, versuchen sollte man es. Axel Voss hat vom Internet genauso viel Ahnung wie wir über den Klimaschutz und unsere Energiegewinnung. Er hat überstürzt gehandelt und nicht auf uns gehört. Blöd ist es doch eigentlich, wenn wir genau wie er nicht auf Experten hören und eigentlich genau dasselbe machen.